La 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 la. Ich muss meinen Kaffee trinken. Wo ist denn mein Kaffee? Oder ist er ja schon da? Und damit moin zu einer neuen Folge Gothic 2. Ich bin irgendwie noch angeschlagen mit Auge Innos, hätte ich fast gesagt, mit Auge Coronas. Bin noch nicht ganz fit, aber bin auf dem Weg zur Besserung. Ich habe mir mal eine Liste vorbereitet, die muss heute abgearbeitet werden. Und damit moin zu einer neuen Folge Gothic 2. Wir sind wieder im Spiel. Ich habe ein bisschen Auge Coronas gerade in mir drin. Das ist noch nicht ganz weg. Oder beziehungsweise mein Auge Coronas ist tatsächlich auch beschädigt worden von den Suchenden. Genauso wie hier im Spiel auch. Deswegen sind wir ja hier beim Schmied. Wollen mit unserer nagelneuen Rüstung und unserem nagelneuen Point of View, was ich eingestellt habe für uns, Field of View, dann mit Bennett sprechen, den wir aus dem Knast geholt haben. Und wir wollen natürlich von ihm das Auge Innos reparieren lassen. Außerdem habe ich hier noch ein paar andere Sachen geplant. Ich lese mal vor. Crawler-Rüstung, mit Lee sprechen, geschändete Schreine, Fernando Erz Minental, der wollte irgendwie eine Information zum Stand des Erzes im Minental. Dann haben wir noch roter Tränenpfeffer für den guten, wie heißt der Herr noch gleich? In der Add-on World. Fortuno, geistige RWE-Wege, da brauchen wir noch roter Tränenpfeffer. Waffenhändler der Banditen, das können wir auch mal machen, da haben wir noch nichts zu gemacht, das können wir jetzt mal in Ruhe durchgehen. Und dann haben wir auch noch die Quest, die Blutkelche. Mal gucken, wie viele Folgen wir dafür brauchen werden. Auf jeden Fall ist es für mich jetzt eine Aufnahmesession. Für euch ist es jetzt die erste Folge von den ganzen. Und ihr werdet wahrscheinlich wochenlang auf die anderen Inhalte warten müssen. Ich hoffe, es ist nicht ganz so schlimm. So, bevor wir jetzt anfangen. Mann, ich hatte echt schon geglaubt, dass die mich hängen. Danke. Ist ja nochmal gut gegangen. Das kannst du wissen. Du hättest mal das Gesicht von dem Soldaten sehen sollen, als der mich rausgelassen hat. Der hatte sich vor Angst fast in die Hose gemacht. Da fällt mir ein, ich habe was für dich. Was meinst du? Ein Geschenk. Erz. Was für ein Geschenk? Was für ein Geschenk? Wir haben von den Drachen gehört, die im Tal sein sollen. Sie sind da. Schon gut, ich glaub dir ja. Jedenfalls habe ich mir gedacht, dass du dich sicherlich bei der anstehenden Drachenjagd beteiligst. Und? Ich habe hier ein Amulett. Ich denke, du hast dafür eine bessere Verwendung. Ein Amulett? Oh Gott, Amulett der Lebenskraft. Ich dachte wenigstens magisches Erz. Bring mir bei, wie man magisches Erz anschaut. Mensch, wir kennen uns schon so lange, ey. Solange du keiner von uns bist, werde ich den Teufel tun, dir das Geheimnis der Erzwaffen zu verraten. Auch nicht, wenn ich dich gerettet habe? Ich hab dich gerettet, du kleines Würstchen. Und das ist auch gut so. Sonst rennen demnächst die versoffenen Stadtwachen alle mit Erzschwertern rum. Und immer wie er so eine Bedenksekunde braucht jedes Mal, ne? Mensch, Bennett, wir sind doch Freunde, wir kennen uns schon so lange, ne? Aber ich habe eine ganz andere Frage, weswegen ich auch hier bin. Kannst du Schmuckstücke reparieren? Zum Beispiel das Auge Coronas? Ich müsste das Schmuckstück zunächst mal sehen. Ey, was stimmt mit dem nicht? Kannst du dir dieses Amulett mal angucken? Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Klar, lass mal sehen. Das ist eine sehr schöne Arbeit. Die Fassung ist hinüber. Ich glaube, ich kann es wieder hinkriegen. Wie lange brauchst du dafür? Wenn du es hier lässt und morgen wiederkommst, wird es fertig sein. Ich werde dir noch nicht mal was dafür abknöpfen. Schließlich hast du mich aus dem Bau geholt. Aus dem Bau? Hört ihm zu. Da lernt ihr was. Hier ist das Amulett. Repariere es für mich. Kostenlos. Alles klar. Bis morgen werde ich die neue Fassung angepasst haben. Oh, scheiße. Jetzt habe ich es übersprungen. Ich wollte diese Pause skippen. Ach, Mann. Jetzt haben wir den Dialog nicht. Naja, was soll's. Ist das Amulett fertig? Nein, noch nicht. Komm später wieder. Wieso? Wenn du mich noch weiter von der Arbeit abhältst, wird es noch länger dauern. Wenn man ihn jetzt 10-mal fragt, dann dauert es bis übermorgen wahrscheinlich, nicht bis morgen. Ja, ich habe trotzdem noch eine kurze Frage, und zwar diese hier. Wie sieht's mit dem Zubehör zum Schmieden aus? Was brauchst du? Ja, er hat ein grobes Schwert und er hat ein elegantes Erzschild. Was? Benötigte Stärke 100, Einhandtalent Malus nur 10, das ist fast gar nichts. Und man kriegt einfach mal relativ gute Waffenwerte. Kostet aber auch 1200 Gold, haben wir natürlich nicht. Eisenschild, Stahlschild, Stahlbarren, also der hat auch Skizze, Rüstung aus schwarzem Erz.
Oh, boah, ich würde so gerne Rüstungen herstellen, aber ich weiß nicht wie. Wenn jemand weiß, wie das funktioniert, dann bitte unbedingt mal in die Kommentare schreiben. Minecrawler-Gürtel, guck mal, da steht schon das drin, was wir uns vorgenommen haben für heute. Denn die ist auch hier bei den Söldnern herstellbar. Meister des Schmiedens. Das Buch erklärt, wie man Schmieden verbessert. Ui! Lernt man auch über so ein Buch vielleicht, wie man. Ich kauf das mal, ja? Ich kauf das mal. Es ist zwar arschteuer, aber es war ja meine Entscheidung. Ich verkaufe mal ein bisschen Scheiße hier. Vielleicht kriegen wir dadurch wieder ein bisschen Geld rein. So, grober Zweihänder, Langschwert. Wir machen das ganz easy. Achso, wie viel Uhr ist es denn jetzt eigentlich? 19.16 Uhr. Okay. Schon relativ spät. Ja, wir werden jetzt hier in Ruhe. Ich bin ja krank, ich darf nicht so doll machen. Ganz in Ruhe jetzt hier fortfahren. Ja, er weiß auch nicht mehr, was er glauben soll. Guck mal, wir haben das Geld wieder. Ist doch geil. Jetzt gucken wir uns mal und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Genau, das wollte ich sagen. So weit, so gut. Versuchen, seinen Geldbeutel zu stehen, ist mir zumindest zu heiß. Wir haben immerhin nur 61 Geschick. Aber kann man ja auch später noch machen. So, jetzt gucken wir mal in das Buch rein. Bin sehr gespannt auf das Buch. Dann hier diese fette Rüstung. 140, wie krank das einfach ist. So, wo ist das Buch? Hier. Das höre ich zum ersten Mal. Das werde ich tun. Dieses alte Buch enthält viele nützliche Informationen über das Schmieden von Waffen. Es teilt auch mit, wie man das Schmieden verfeinert. Bastardschwert. Die Klinge wird breiter geschmiedet und länger geschlagen. Flammenschwert. Die Klinge wird gedoppelt und der Griff verlängert, um zusätzlichen Schwung und Balance zu halten. Können wir die jetzt herstellen? Waffen verbessern? Zahnklinge. Einhand-Bastardschwert, Zahnklinge. Ich würde es halt gern ausprobieren, muss ich sagen. Ich meine, wir haben genug Zeug. Ein Erzbarren. Oh, okay. Wir machen das mal. Womit denn? Ach, wir haben nichts. Wir haben ihn natürlich doch noch. Wir haben nichts. Aber Erz. Achso, das können wir mal nehmen hier. Erz haben wir, glaube ich. Achso, da war, glaube ich, noch eine Dings, ne? Ja, da waren ganz viele Steintafeln. Wieso nehmen wir die nicht mal zu uns? Die retten uns, das Leben. Gott, haben wir schon viel davon. Bogenschützen, Steintafel. Geschick. Nochmal zwei Geschick dazu. Und nochmal Armbrustschützen. Alter, wir sind so krank. Also nicht Corona-krank, auch so krank. Irre im Kopf. Genau, wir brauchen. Geh doch mal weg da. Kluges Kerlchen. Ätzend, der Typ. So, wir brauchen. Warte, kann man hier vielleicht noch was? Schwert der Wahrheit? Nee, Schwert, elegantes Bastardschwert. Nee. Zurück. Eine Erzklinge schmieden. Erzlangschwert. Da steht halt auch immer nicht dabei, wie viel das bringt, ne? Zwei Stahlbarren, ein Erzbarren. Haben wir keine Stahlbarren? Zwei Stahlbarren, ein Erzbarren. Ein Erzbarren. Ein Erzbarren brauchen wir. Das ist das Problem. Erzbarren. Wo findet man denn einen Erzbarren? Ich glaube, wir haben Stahlbarren, haben wir, glaube ich, nämlich. Holzbarren. Möglich ist alles. Achso, wie lange müssen wir jetzt eigentlich? 45, nee, 40 so? 40, ja. So, Stahlbarren, Runensteinschlüssel, leichter Fisch. Ja komm, wir machen mir die Scheiße auch nochmal auf. Dietriche drin. Und nochmal Dietriche brauchen wir eh. So, Stahlbarren. Haben wir nicht mal Stahlbarren? Wie sehen Stahlbarren denn aus? Das habe ich früher auch immer gesagt. Holzbarren. Das habe ich nicht schon. Verkauft er vielleicht Erz und Stahl? Das war keine große Sache. Das ist nicht die, kann ich ihm auch nicht. Das ist doch nichts Neues. Das war genauso, wie du sagst. Bennett, du verkaufst doch bestimmt hier die. Wie sieht's mit dem Zubehör zum Schmieden aus? Du verkaufst doch bestimmt diese scheiß Barren alle, oder? Leder, Holzbarren, Stahlbarren. Hier, Stahlbarren. Mich fragt ja keiner.
Nehmen wir mal ein paar Stück mit. Irgendwann muss das jetzt. Da gehen wir auch nochmal ran. Dann können wir da vielleicht das gibt doch nur noch da ein Erzbarren nämlich machen. Geil. Ich könnte mir so etwas nicht erlauben. Oh, Erz wird geschmolzen. Ich bin sehr gespannt, was das ausmacht jetzt. Ich werde mich da nicht. Man kann auch mehrere auf einmal machen, aber es bringt tatsächlich nichts. Ich dachte erst, es bringt tatsächlich sogar noch eine Vergünstigung sozusagen. Steck die Waffe weg. Gerne, wenn ich dann hier ran darf. Die Waffe ist fertig. Elegantes, gezahntes Bastardschwert. Reichweite 110, benötigt Stärke 90. Sag nicht, das hast du nicht gewusst. Was hat sich jetzt geändert? Oder ist das. Ne, eine andere ist es auch nicht, ne? Was ist denn. Ist es genau das hier? Ist es jetzt auch optisch anders? Steck die Waffe weg! Müssen wir irgendwie hier ins Dörfchen, ins Häuschen rein. Steck die Waffe weg! Kluges Kerlchen! Ne, sieht genauso aus wie vorher auch, ne? Hat sich nicht viel dran geändert. Also. Ja. Wir haben es halt mal ausprobiert, ist ja auch nicht schlecht. Kann man es vielleicht nochmal verbessern? Nee, kann man nicht. Ich weiß gar nicht, warum er. Wo macht man denn das Flammschwert? Ist auch die nächste Frage. Und eine ganz wichtige Frage. Warum es so dunkel ist. Das nervt zum ultra krass. Ich hasse es, wenn es so dunkel ist. Oh, wir können nicht schlafen, glaube ich, ne? Doch, können wir, aber wir erholen uns nicht. Dann machen wir mal irgendwie so ein 12-Stunden-Ding. Albträume verhindern deinen Schlaf. Ich schlaf so schlecht wie eine. Wie ein Kleinkind. Ne, ein Kleinkind schläft super. Wie ein Terrorist. So, wo ist denn der gute Cypher? Cypher, du bist doch der Typ, der uns die Rüstung, die Minecrawler-Plattenrüstung machen kann. Ist er hier irgendwo drin? Ich glaube nicht, ne? Was war das denn hier gerade? Lederstand? Was macht man da? Bearbeitung schwarze Trollhäute. Ich mach mal aus Spaß Schafhäute. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glaubt. Zwei. Was kriege ich denn daraus? Zwei Leder? Ach, krass. Das hast du nicht gewusst. Dann kriege ich Leder, alles klar. Das ist ja entspannt. Was bringt die Werkbank nochmal? Rüstungen schmieden. Rüstungen verbessern? Auch nicht. Ich weiß nicht, ob man denn eine Rüstung schmieden kann, wenn man den Bauplan hat, aber ich glaube, das hatten wir ja getestet und das war nicht so, ne? Ah, ne, Cypher war es gar nicht. Wir brauchen. Wer ist denn der andere, der mal hier auf der Bank saß? Ist es der, der gerade rauskommt? Nicht, dass sich daran was ändert. Nee. Ah, der liegt hier bestimmt irgendwo. Da! Nee. Verdammt! Nee. Was willst du? Wo sind die denn alle? Wo ist unser Kumpel? Und was ist das für eine Tür? Ich hab was anderes. Was ist das für eine Tür? Wo sind wir hier? Ganz komisch. Ich wundere mich. Links, rechts, links, links, rechts, rechts, links, rechts, rechts, links, rechts, rechts, links, rechts, links. Nix Außergewöhnliches drin. Komischer Raum. Weiß nicht, was sie damit bezwecken wollten. Wirkt ein bisschen authentischer natürlich. Warte, wie war das mit der Minecraft-Plattenrüstung? Steht das hier vielleicht irgendwo drin? Nee. Das war doch schon vorher klar. Es muss doch irgendwo stehen, wer das uns, ne? Von wem? Khaled Torloff. Alle gute Männer. Warte, können wir von denen vielleicht. Na, warte, du dreckiger Dieb. Was ich wissen wollte, war, ob man bei ihm was Nettes kaufen kann und nicht dieses scheiß Bier mitnehme. Oh. Ich hab mir das schon gedacht. Absolute Katastrophe. Naja. Wir haben ja kurz davor gesaved. Alles im Grün. Echt nichts Schlimmes passiert. So, was sagt denn Khaled jetzt? Was hat er? Welche Waffen hast du anzubieten? Nur die besten.
Sieh sie dir doch einfach an. Ich kann das nicht glauben. Ja, wir gucken halt nicht so gerne irgendwo in fremde Inventare rein. Drachenbogen. Alter, wie geil der aussieht, ne? Drachenjägerarmbrust. Der hat so heftige Waffen, Mann. Ganz krank. Ganz krank, der Typ. Völlig irre. Aber ja, brauchen wir alles nicht. Oh, lauf doch. Er guckt hier auf den Balkon. Hier kann er mit dem Jagdgewehr nicht voll geil alles abknallen, ne? Oder mit dem Bogen. Also ich rede natürlich eigentlich eher von einem Bogen, ganz klar. Und diese... Und das aufs Dach zu klettern da hinten, das war eben auch sehr... Das war sehr... Wie soll man sagen? Wie sagt man denn immer so schön? Das hat mich gerade sehr, sehr verlockend, war das. Verdammt, was ist los? Oh, was hat er denn hier für eine geile Scheiße? Uiuiuiui, Maria? Ja, mit der reden wir auch gar nicht erst. Oder? Ich glaube, die hat noch einen Auftrag. Wer bist du? Ich bin Maria, die Frau von Ona. Und ich bin ein Paladin. Was willst du hier? Erzähl mir über Ona. Er ist ein guter Mann. Etwas brummig und sehr ungeduldig. Aber jeder hat seine Fehler. Außer mir. Ich habe meinem Mann gesagt... Warum lässt du dich von den Soldaten aus der Stadt so unterbuttern? Tu was, habe ich gesagt. Daraufhin hat er die Söldner angeheuert. Jetzt komme ich mir hier vor wie im Krieg. Schließlich ist ja auch Krieg, nicht? Die ist verantwortlich für den Ona, den wir heute kennenlernen. Das ist ja der Hammer. Ich wollte mich hier mal umsehen. Seit die ganzen Kerle auf dem Hof sind, hat man hier im Haus keine Ruhe mehr. Dauernd kommt einer reingestiefelt. Hier flattert eine Fliege rum. Stören dich die Söldner? Naja, seit die Söldner hier sind, ist der Hof viel sicherer geworden. Damals, als wir noch auf uns allein gestellt waren, kamen regelmäßig die Milizen aus der Stadt und haben uns ausgeplündert. Ein Großteil der Ernte haben sie weggeschleppt und auch einige Schafe haben sie mitgenommen. Getan haben sie dafür nichts. Na ja, doch, ein sie paar haben von geklaut. Den Mistkerlen haben uns sogar bestohlen. Was wurde dir gestohlen? Vor allem Gold und Silber. Sie haben sogar mein Hochzeitsgeschenk gestohlen. Einen goldenen Teller. Ich wette, irgendein dreckiger Stadtgardist hat ihn in seiner Truhe liegen. Und da verstaubt er jetzt. Können wir uns wiederholen? Wir sind ja in der Lage, in deren Parzellen rumzulaufen, weil wir ja selber einer von denen sind. Ist doch geil. Können wir ihr es bald mal zurückgeben. Dann freut sie sich und wir freuen uns auch, weil wir bestimmt eine richtig dicke Belohnung bekommen. Falsch? Da lang müssen wir. So, mit Lee müssen wir halt auch noch reden. Eigentlich wollen wir aber erstmal zu der Crawler-Scheißrüstung. Das ist doch alles. Da! Da! Wolf heißt der, genau. Oh, jetzt bin ich mal gespannt, was die für Rüstungswerte hat. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Ich habe gehört, du kannst Rüstung aus Crawler-Platten herstellen. Stimmt. Von wem hast du das gehört? Ja, ein ja. Ein Jäger namens Gestart hat mir davon erzählt. Ich bin ein geiler Typ. Kannst du mir so eine Rüstung herstellen? Klar. Bring mir 10 Crawler-Platten, dann mache ich dir eine. Hab ich? Wie viel willst du dafür haben? Ja, lass gut sein. Ich mache sie dir umsonst. In der alten Zeit will. Ein Sympathisant, ey. Das weiß ich. Wusste ich von vornherein. Ich hab die Crawler-Platten für die Rüstung. Gut, immer her damit. So, und jetzt? Komm. Okay, wo ist die Rüstung? Ich werde sie dir zusammenbauen. Komm morgen wieder. Morgen wieder kommen sollte. Und heute könnten wir auch schon zu Bennett und uns da das Auge Innos wieder abholen. Ich meine, ja, könnte man jetzt machen, aber so eilig ist es ja jetzt nicht, ne? Ganz entspannt. Schlafen wir mal bis morgen halt. 12 Stunden und nochmal irgendwie um die 12. Wir haben 21.08 Uhr, dann schlafen wir jetzt mal bis um... Ja, wir müssen halt so lange pennen, ne? Ist dann ja wieder so halb Mittag so, ne? Das ist ein bisschen schade, aber... Da ist er! Da ist er! Doch! Okay, wo ist die Rüstung? Ich hab sie fertig. Wie ist sie? Ist ziemlich gut geworden, finde ich. Danke. Ich der Rede wert. Boah, was ist das für eine krasse Rüstung? Die benötigt Stärke 120, um die anzulegen? Noch mehr. Boah! Das ist schon heftig. Für Gildenlos ist das ziemlich strong. Gut, man muss sagen, die Paladin-Rüstung, die Ritterrüstung ist um Klassen besser.
Alter Falter, aber die Crawler-Plattenrüstung für so einen Feuermagier bestimmt ein Traum. 120 zu 60. Die Erzbaronenrüstung ist auch schon sehr gut. Aber blöd, die teilt 120 Stärke, ne? Die Ritterrüstung ist komischerweise ohne eine solche Anforderung hier. Was hast du eigentlich zu verkaufen? Das habe ich noch gar nicht gefragt. Kannst du mir was beibringen? Erzhacken verbessern. Komm, das machen wir jetzt. Ich will deine Fähigkeiten erlernen. Das machen wir jetzt. Erzabbaumeister. Kann ich bei dir Waffen kaufen? Ah, die haben beide dieses Pausenproblem. Hodges und auch sein Meister. Bennett hat ihm das bestimmt beigebracht. So, wo ist das Amulett, mein lieber süßer Schnuckel? Ist das Amulett fertig? Ja, hier. Ich musste eine neue Fassung für den Stein fertigen. Ich habe die ganze Nacht dran gearbeitet und es ist wie neu. Ja, das ist schön. Das ist wunderschön. Ja, dann haben wir das. Dann haben wir hier, glaube ich, auch erstmal nichts weiter zu tun. Oder gibt es hier noch einen geschändeten Schrein, den wir irgendwie suchen könnten? Ja doch, hier vorne ist noch ein geschändeter Schrein. Ich würde sagen, wir gehen mal den beiden geschändeten Schreinen nach. Also den links hier direkt einmal. Und auch dem anderen. Und dann haben wir... Warte, ist da nicht sogar... Nee, Feldräuber nur. Da, das ist doch was Schlimmeres. Ich dachte, hier rennt noch irgendwo dieser... So ein Suchen darum. Okay, man kriegt nichts von denen. Okay, da vorne ist doch ein Suchender. Ein kleiner Dicky. Dicker Schniedelwutzmann. Zwei! Ah! Okay, wir müssen weg. Ich glaube, wir gehen lieber auf Distanz, weil wir nicht voll aufgeladen sind. Ich glaube, die könnten uns auch gar nicht wirklich schädigen, muss ich zugestehen. Ich glaube, so stark sind die jetzt nicht gegen unsere Power-Rüstung. Wir sind die Power Ranger. Ich stehe im Stein. Da sind auch nochmal zwei? Okay. So, meine beiden Damen und Herren. Seid ihr bereit für den nächsten Kampf? Nee, mich kriegt ihr nicht. Ich werde diesen Schein wiederbeleben. Alter, die machen schon ordentlich Drambazamba, ne? Das ist schon echt krass. Das ist schon echt insane. Completely insane. Enos! Gib mir die Kraft deines Segens. Enos, du bist völlig versaut! Beten für Dominiques Seele. 300 Gold? Erstmal Schrein reinigen. Enos, gewähre mir deine Hilfe und reinige diesen Schrein. Ganz klare Sache. Immer erstmal. Oh, vier sind noch übrig, okay. Enos, gewähre mir. Ja, ist ja gut jetzt. So, jetzt machen wir das auch nochmal. Ach, ist immer gereinigt von der Besessenheit. Ui, das ist richtig geil. Kann man das wieder aussuchen? Nee. Nimm. Was ist... Alter, das ist halt alles so teuer. Innos ist so ein teurer Gott. Du bist so teuer, Innos. Das nervt so. Ja. Gut, Feldräuber sind auch nervig. Und da vorne ist so eine Clique an Leuten, die wir... noch finden sollten. Ich weiß gerade gar nicht, wer uns immer damit beauftragt, die zu suchen. Müssen wir auch nochmal rauskriegen. Das alles aber in der nächsten Folge, denn ich bin der Meinung, wir sind jetzt schon lang genug in dieser Folge unterwegs. Obwohl ich eigentlich gern noch... Komm, wir machen noch eine Sache. Wir treffen uns bei Lee. Back to Lee und der letzte Move für diese heutige Folge. Lass uns gucken, was der zu sagen hat. Du. Wir waren ja im Miental und... Ah, gut, dass du kommst. Er freut sich natürlich, dass wir was berichten können. Wir haben ja ihm versprochen, dass wir ihm ein paar Informationen liefern. Auch wenn wir nicht Söldner sind, wir können auch so für ihn arbeiten. Weil wir... Ich komme aus dem Minental. Kumpelinos sind. Beste Freunde für immer. Angegriffen. Also doch. Laris hat erzählt, dass in der Stadt Gerüchte über Drachen kursieren. Ich habe es nicht geglaubt. Ja, du bist auch ein einseitiger. Was ist mit den Paladinen? Einschichtiger Mann. Die sind ziemlich dezimiert worden. Gut, vielleicht wird das Lord Hagen dazu bringen, mit seinen Männern ins Minental zu ziehen. Je weniger Paladine sich hier aufhalten, desto besser. Hm.
Mehr kann man nicht sagen. Ich komme aus dem. Also doch. Jewe. Okay, hätte. Müsste da nicht noch mehr jetzt kommen? Was sagt Gorn? Alles klar bei dir? Du hast meinen Arsch gerettet, Mann. Das deinen zuckersüßen Hintern habe ich gerettet. Was willst du jetzt machen? Ich denke, ich werde mir erstmal den Bauch vollschlagen. Und dann? Mal sehen. Vielleicht gehe ich in die Minenkolonie zurück. Jemand sollte ein Auge auf die Orks werfen. Sonst stehen sie plötzlich ohne Warnung alle hier vor der Tür. Du bist eigentlich auch top dafür. Du müsstest irgendwie noch so ein Funkgerät haben oder irgendwie so eine Brieftaube oder so, die relativ schnell denn bei den Leuten ist, bevor du dann dich in den Kampf reinwirfst, du kleiner Wilder. Ja, und damit, Gorn, lass uns doch Feierabend machen. Ich spreche zu euch vor einem Kamin und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und ihr kennt den Spruch, abonniert gerne den Kanal, wenn ihr an weiteren Folgen interessiert seid. Und ich freue mich dann gleich auf die nächste Folge und wenn ihr wieder zuschaut, auf Kommentare. Bis dann, haut rein. Und wir machen weiter mit der Liste. Ciao.